Das ist die Klasse 3b. Um einen ersten Einblick in das Thema Demokratie zu bekommen, findet heute die Klassensprecherwahl statt. Wisst ihr überhaupt, was eine Demokratie ist? Demokratie steht für Herrschaft des Volkes. Deutschland ist eine Demokratie. Hier herrscht also das Volk. Das geschieht, indem wir wählen gehen. Aber warum wählen wir nun einen Klassensprecher oder eine Klassensprecherin? Wir wählen einen Stellvertreter, der eure Interessen vor dem Lehrer vertritt. Das ist wie in der Politik. Wir, das Volk, wählen einen Abgeordneten, der unsere Interessen in der Politik vertritt. Das ist vor allem wichtig, wenn zum Beispiel neue Gesetze aufgestellt werden. Wir wählen auch, um in unserem Land mitzubestimmen. Viele Leute denken aber, dass ihre Stimme nicht wichtig ist, aber jede Stimme zählt gleich viel. Denn nur wenn viele Leute wählen gehen, kann das Interesse des Volkes gerecht vertreten werden. Und wie laufen diese Wahlen so ab? Die Wahlberechtigten gehen in sogenannte Wahllokale. Dort gibt es Kabinen, in denen die Wahlen geheim stattfinden, sodass man nicht voneinander abschreiben kann. Das ist wichtig, da jeder das Recht auf eine eigene Meinung hat. Dafür gibt es auch die Wahlgrundsätze, also frei, geheim, gleich und zwei weitere, nämlich unmittelbar und allgemein. Jeder Wähler muss zwei Kreuze auf dem Stimmzettel machen. Wurden die Kreuze gesetzt, werden die Stimmzettel in verschlossene Wahlurnen geworfen. Wenn jeder seinen Stimmzettel in die Urne geworfen hat, werden die Ergebnisse ausgezählt. Der Abgeordnete mit den meisten Stimmen gewinnt. Das nennt man das Mehrheitsprinzip. Durch das Mehrheitsprinzip ist der größte Teil der Wähler froh über das Ergebnis. Aber es gibt natürlich auch einen kleineren Teil, der nicht mit dem Ergebnis zufrieden ist. Hier seht ihr die Wahlergebnisse der letzten Wahlen 2017 in Deutschland. Da die Wahlen alle 4 Jahre stattfinden, wird das nächste Mal 2021 gewählt. Hier habe ich noch einmal alle wichtigen Fakten für euch aufgezählt. Durch die Wahlen können die Wahlberechtigten die Politik mitbestimmen. Diese finden alle 4 Jahre statt. Es gelten die Wahlgrundsätze der geheimen, gleichen, freien, aber auch unmittelbaren und allgemeinen Wahl. Entschieden wird durch das Mehrheitsprinzip. Wenn es jetzt also keine Fragen mehr gibt, können wir mit der Klassensprecherwahl loslegen.